Steaks sind bisher ein bisschen zu kurz gekommen in meinen Rezeptvideos und das möchte ich gerne nachholen mit diesem Dry Age New York Cut Steak von der Veggie-Bude. Wie ich das Ganze zubereitet habe, das seht ihr jetzt. Das ist auch schon alles, was wir an Zutaten brauchen. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das Dry Edge Ripsteak New York Cut von der Veggie-Bude. Die Veggie-Bude selbst habe ich euch ja vor kurzem schon mal im Vlog gezeigt. Ja, und dann haben wir jetzt hier Placeholder-mäßig das Finisher-Salz. Das kommt, wie gesagt, ganz zum Schluss drauf. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jetzt öffnen wir erstmal die Plastiktüte. Ausgepackt ist es jetzt und ihr fragt euch sicherlich jetzt vorher salzen, nachher salzen. Gar nicht salzen, denn ich möchte den Eigengeschmack von dem Fleisch halt hervorheben und deswegen sehen wir uns jetzt am Grill wieder. Gegrillt wird das, ja, über Direkthitze ist logisch und zwar habe ich mich diesmal jetzt hier für den Deckel von der K8 entschieden und zwar folgendermaßen, das hat nämlich eine eigene Griddleplate drin mit, ja, Rillen. Das lege ich jetzt hier komplett über den Go-Anywhere drüber auf die direkte Seite und ja, da wird jetzt gleich das Steak gegrillt. Die gusseiserne Platte hat jetzt genug Hitze bekommen, was wir jetzt machen und zwar von dem Steak mit der Fettseite so ein bisschen Fett hier oben drauf verteilen, damit das Ganze gleich nicht anbappt. Lass mal ein bisschen drauf, damit das Fett sich da verteilen kann. Und dann würde ich sagen, legen wir es einfach mal so drauf und grillen das dann jetzt erstmal an. Ist jetzt gut anderthalb Minuten rum, jetzt heben wir das Ganze mal an. Und es ist auch dann fertig, wenn es sich freiwillig löst. Und grillen es von der Seite auch nochmal komplett an. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal komplett auf die andere Seite drehen. Branding ist jetzt hier nebensächlich, aber ich versuche es halt trotzdem so ein bisschen versetzt reinzulegen, um halt wirklich so ein kleines Muster da drauf zu bekommen. Grillmuster ist hier wie gesagt nebensächlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber dennoch werde ich versuchen, dass das halt auf allen Seiten so ein kleines Muster bekommt. Ja, das mache ich jetzt mit der Seite nochmal und dann sehen wir uns gleich am Kugelgrill wieder. Ich bin jetzt fertig mit dem Anbraten und dann kommt jetzt das Steak mit der Knochenseite in Richtung der Holzkohle. Wichtig ist hierbei halt im indirekten Bereich bei einer Temperatur, ich sage jetzt mal von 140 bis 150 Grad, schließen den Deckel hier und dann lassen wir das Steak jetzt auf Temperatur kommen. Sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde rum, das habe ich vorhin schon mal nachgemessen und ich bin jetzt bei einer Kerntemperatur von 52 Grad. Ich nehme es jetzt schon mal runter aufs Brettchen und ja, ihr könnt das am besten nachprobieren und zwar drückt ihr einfach mit dem Finger so ein bisschen rauf und dann merkt ihr halt schon den Gargrad. Das ist jetzt für uns perfekt, ich nehme es runter und lasse es auf dem Brettchen nochmal ziehen. So, jetzt ein bisschen ruhen lassen, jetzt schneide ich es auf, am besten hier hinten mit einem ganz scharfen Messer am Knochen entlang, bis nach hier vorne. Dann habt ihr hier hinten ja noch zwei, drei Knöchlein, da auch am besten so ein bisschen her. Ich schneide das mal so auf, hier noch einmal her am Knochen entlang, da auch noch mal durch, da ist jetzt unten so eine kleine Spitze vom Knochen, lege ich den Knochen beiseite. Drehen wir mal so. Perfekt. Ich schneide jetzt erstmal hier hinten. Wer es mag, kann das Fett behalten, aber ich schneide das Fett jetzt erstmal so grob weg. Und zwar in dieser Form. Da sehen wir jetzt auch schon das Fleisch. Ja, und dann würde ich sagen, anschneiden. Ich beginne hier hinten mal schön in Tranchen. Scharfes Messer ist auch unabdingbar. Jetzt nehme ich mal hier einen kleinen Streifen raus, sagen perfekt und ja, und dann ist das auch schon fertig. Fast hätte ich es vergessen und zwar brauchen wir jetzt ein bisschen Finisher Salz, das ist halt ein Salz zum Abschluss hier und ja, das machen wir dann jetzt halt hier so ein bisschen drüber und dann ist es wie gesagt jetzt auch komplett fertig. Das Finisher Salz bekommt ihr bald über Ankerkraut und verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Ja, dann würde ich sagen, ist das Steak fertig. Das war's, das Dry Edge New York Cut Steak von der Veggie-Bude. Ich fand es hervorragend lecker und die Zubereitungsart war wieder mal eine etwas andere. Das Finisher-Salz zum ersten Mal zum Einsatz bekommen und ja, ich finde es halt genial. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren, das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut auf tobiasgrillt.de nach.